Hallo miteinander und willkommen zurück zu Grand Tactician mit Torrent Gant. Es geht weiter. Wir verteidigen uns hier heldenhaft gegen eine Übermacht der Yankees. Dres Brigade hält das hier bisher ganz gut. Ja. Die Jungs, die sind flankiert von beiden Seiten. Oh, gut, zumindest werden die hier nicht mehr beschossen. Wir haben schon ein bisschen mächtig Verluste hier einstecken müssen, leider. Und die werden nicht zusammengeschossen hier, ne? Aber zumindest sitzen wir den Paragon, also besser kann es ja schon nicht mehr werden. Wenn ich euch vorziehe, könnt ihr dann schießen? Nein. Ich glaub's zumindest nicht, ne? Wissen's auf Long Range, aber dann würde ich das hier. Ja, das ist super, denn ich schieße alle auf ihn. Das arme Schwein. Wir können höchstens versuchen, damit Adel noch mehr reinzuballern und zu helfen. Und sie kommen hier der Sache näher, ne? Sie kommen leider der Sache näher. Natürlich eher hier hilfreich gewesen, aber ich musste ihn ja echt darüber ziehen. Ja, wir haben auch bald einen noch besseren Mann. Guck mal hier, mit den Anfields hier bekommt. Das übliche, ja. Deadly Volley. Müssen sie eigentlich ein bisschen weiter nach links ziehen, ne, um die zu unterstützen, aber das würde hier eine Manöver ausarten, dass uns hier massiven Flankenfeuer leider aussetzen würde. Deswegen lassen wir das mal lieber. So, die schießen der Jack auf die Brücke. Oh wow, sind in Reichweite gelaufen. Das ist sehr nett. Oh. Yeah, I'm a crazy losing man, ich weiß. Du musst durchhalten, McCree. Oh, wir sind schon verbessert. Naja, ich meine immerhin das, ne? Das sieht irgendwie nicht so aus, als würden hier viele Leute verlieren. Interessanterweise. Ja, sei das mit den Brücken, aber allgemein buggy für beide Seiten. Oh, okay, McCree ist leider gebrochen. Advance mal hier rein. Mach mal Long Range Shots. Das ist vielleicht besser, dass er sich zurückgezogen hat. Okay, hätte seine Leute verloren. Oh wow, die haben echt unsere Kraft zurückgeschlagen hier. Voll mal weg in die Richtung hier, ja. Dass wir etwas eine bessere Ausrichtung hier bekommen. Die Jungs sind auch fast durch. Sehr schön. Wir müssen unbedingt gleich diese Mixed Muskets austauschen hier bei der Sache. Ja, ja. Oh, oh. So, okay. Deckung steht und wir konnten ein richtig gutes Salve noch absetzen hier. Okay. Er zieht sich zurück, würde ich sagen. Wir haben es geschafft. Oh mein Gott. So, Freunde. Cold Steel. Ja, leider hatte er halt echt noch vollständige Einheiten. Könnte ich mal angreifen, richtig. Puh. Der macht hier ein bisschen Rearguard Action noch. Verliert aber nochmal massiv Leute dabei. McRae hier, meine Güte. Von drei Regimenter zusammengeschossen. Oh, guck mal, was der gesamte Armee flieht tatsächlich. Der steht hier ernsthaft noch, ne? 500 Mann hat er bisher verloren. Er macht so viele nieder hier, wie es nur geht.
ne? Botschke ist keine Munition mehr. Ja, das war doch gut. Den haben wir auch nicht zurechtgestutzt, ja, zum Glück. Hat sich 8 Geschütze auch verloren. Er 15. Ja, auch da sieht es eigentlich besser aus für uns. Okay, 1400 Mann verloren zu sein. 4400 ist halt schon. Das ist schon gut so. Uff, uff. Ein enger Sieg bei Vandalia. Ja. So, die Bank noch daher flieht in Panik. Genauso muss das sein. Ja, und ja, können wir erstmal eh nichts machen. Ja, es ist super gefährlich hier, ne? Vor allem hat der 25.000 Mann hier schon wieder. Ach, wir müssen mich eigentlich echt zurückbewegen hier, aber es nützt einfach nichts, ne? So, jetzt zieh dich hier zurück. Egal wie. Jetzt können wir uns wieder angreifen hier, ne? Ja, verschwinde. Jetzt bewegen wir uns wieder nicht. Ey, das ist doch zum Kotzen, ey. So, Revenue Act 2 ist durch. Das heißt, jetzt können wir neue Steuern mal einführen. So, jetzt komm mal dann zurück. Und bei dir. Boah, der ganze Bleidepo. Unfassbar. So, wo sind denn diese zwei Typen? Hier, Mixed Muskets. Ja, Enfields von mir aus. So. Und der hier auch. Business Springfield Rifle. Okay. Ja, McCullough, tatsächlich hätte ich auch gesagt, bei dir, ne, die zwei hier. So, lieber eine Brigade haben, die ein bisschen mehr Leute hat, ja. Okay. Und dann besetzen wir jetzt hier mal. 1400 aus Louisiana, Florida, Georgia. Ich gucke auf den falschen Wert. Das waren die Deserteure. Aus Texas hier. Und hier mal. Und nimm mal 1200 Napoleons hier mit. Genau, haben wir das aufgefüllt. Denn hier, ne? Kavallerie. Nee, nicht aus West Virginia, nicht aus Tennessee. Wir könnten nochmal eine aus dem Indian Territory machen. Eine kleine, 1250. Haben die speziell so einen Ausnahmeweis, weil sie aus dem Indian Territory kommen? Nicht so zu sein, ne? Ein rotes Ding, ne? Warte mal auch nicht. So. Und gib euch gleich mal etwas gescheitere Sachen, nämlich die hier. Bei Walker können wir deine... Wir müssen jetzt echt hier verstärken tatsächlich, also... Es hilft ja nichts. Mir so ein paar Alabama-Jungs noch. So. 1500? Mal eine volle 3000er. So. Ja, bei Sterling passt es wahrscheinlich. Seine Brigade dürfte eigentlich auch ein paar neue Leute noch brauchen. Und Rifles und... Ja, das sind die Scharfschützen hier beide. Okay. Ja, und Chess ist ja der im Süden der Florida. Okay, ich schätze, das sollte jetzt etwas verbessern, eventuell. So, jetzt... Ach, meine Güte. Das will ich ja nicht bewegen. Wie schaut es im Osten aus? Sollte man nicht aus den Augen verlieren. Nicht völlig zumindest. Und hier, ihr Jungs. Ja, die Army auf der Kentucky. Die kann sich theoretisch bewegen. Aber die Corps noch nicht. Würde ich behaupten. Die ist ja aber auch nicht wirklich ausgewählt jetzt, ja.
Ich könnte mich aber da reinstellen, wa? Das ist vielleicht geil, wenn in die Armeen selber da auch nochmal so ein, zwei Reserve-Regimenter oder sowas mal mit reinpacken. Wäre eine Idee. So, du füllst dich auf. Genau, du wirst noch ein bisschen vergrößert. Hier haben wir auch nochmal eine Armee stehen. Das ist die, die sich zurückgezogen hat, oder? Ja. So, hier ist weiterhin alles beim Alten. Obwohl hier ständig hier Rearguard-Actions sind, ne, und so, verlieren die halt keinen einzigen Mann. Ja, auf jeden Fall genug Leute, um die zu vernichten. Das wird die entscheidende Schlacht, das wird unser Manassas hier. Unser Gettysburg, besser gesagt. Wird dann auch mit Johnston von hinten kommen hier. Ja, aber ich will aber sicher gehen, dass wir da alle in Reichweite sind. Ich meine, das ist, glaube ich, die Core-Verstärkungsreichweite, wenn ich mich nicht ganz irre. Das ist die Direktverstärkungsreichweite hier. Da sind wir alle mit dabei, aber er ist natürlich auf der anderen Seite. Also, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob wir das so hinbekommen, wie ich mir das vorstelle. Ja, und ich will eigentlich nicht mit Leuten angreifen, die keine Provisions haben. Eigentlich. Achso, warte mal, wir wollten ja über Finances? Jetzt 5% Einkommenssteuer. Sind es auf A- tatsächlich hoch? Oh ja, unser... Also, das kriegen wir erheblich mehr rein jetzt. Gut. Immer noch eine Policy theoretisch. Also machen wir die Warbonds hier. Das kommt bald rein, da haben wir noch mehr Leute. Eigentlich mehr Industrialization, oder? Was bringt das nochmal genau? For certain trades as well as paddle streamers to be produced. Ja, damit können wir die Schiffe umbauen. Ich glaube ganz ehrlich, wir könnten auch mal diese Policy hier rauspacken, weil Diplomacy werden wir eh nicht machen. Ist jetzt eh schon zu spät, würde ich behaupten. Und dann könnten wir halt irgendwie sowas hier, Militia Act, durchziehen. So long in stream in the army long enough to become effective in battle equipment before the army increased. Ja, ne? So. Und das hier. Jetzt sind wieder so viele Sachen selektiert, dass es halt 100 Jahre dauert. Aber es ist schon okay, ja. So, wollen wir eigentlich mehr Schiffe bauen? Irgendwie ist das echt, ja. Ich hab das ja auch gerne gemacht, auch bei Strategy Command. Also das Unerwartete sozusagen, ne, als Deutsches Reich halt groß auf Schiffe setzen und so. Um einfach mal, ja. Die fand der Anzug, davon was nicht erwartet, aber das ist so aussichtslos eigentlich. Ich glaube nicht, dass wir das jemals schaffen sollten. Okay, deine Readiness. Ist nicht gut genug. Wir müssen uns mal ein bisschen mehr auffüllen. Er ist jetzt sogar im grünen Bereich. Ich hätte ihn gern noch zumindest im gelben. Ja, und dich, wie gesagt, es war wieder, ihr habt es ja gesehen, das war perfekt getimt wieder von hier. Oh nein, er macht's schon wieder, er macht's schon wieder, er kommt genau in dem Moment, wo ich mich weiterziehen will. Lauf, Sterling. Das gibt's doch nicht, ey. Und wo ist das Department of the West? Sind ja hier offensichtlich auch, belagert der uns? Nee. Schlechtes Wetter. So, jetzt gehen wir mal zu einer Quincy und dann schauen wir mal, wie es hier weiterläuft. Können wir jetzt endlich mal die Army auf der Kentucky einsetzen?
Spaß. Ja, lauf dahin. Homes kostet nicht so weit, aber der hat ja mehr Leute dazu bekommen. Mexikanische Intervention eskaliert. Spanier und Briten ziehen zurück. Ja, mexikanische haben. Ich habe keine Ahnung, was das für uns für Auswirkungen hat. Ja, keine, würde ich behaupten. So, jetzt gehen wir mal mit Longstreet auch schon mal hier hoch. Und mit Holmes auch. So, und tatsächlich glaube ich, dass wir hier auch ein Supply Depot dann bauen sollten. So, und dann kann einer von euch nach Indianapolis. Wahrscheinlich nicht Holmes. Sondern Longstreet, wenn ich ihn mal wieder erwischen würde. Geh mal hier ein Stück weit nach oben, weil dass ich dich mal sehe. So, du gehst mal hier ein Stück weiter. So, Cincinnati gehört uns. Okay, und jetzt greift er uns hier mit zwei Armeen an. Und wir haben keine Moral. Withdraw. News contents. A few brigades with a regiment that are low on morale. Sehr doppelte Überlegenheit hier. Bekommen. Achso, glaube ich, dass die uns hier so pushen jetzt. Ich komme in einer Stunde nach. Ja, ich meine, versuchen wir es. Ich glaube nicht, dass Withdrawn uns mehr gebracht hätte, vor allem weil wir haben jetzt, das ist ja wieder dasselbe Problem, jetzt greift ihr uns schon wieder an, ja. Weil seine Readiness sich schneller auffüllt als unsere. Übernervig. Okay, okay. Ja. Battle of Vandalia, wieder einmal. Vandalia, Illinois. So, jetzt gucken wir mal, wo wir uns diesmal aufstellen. Offensichtlich irgendwo hier. Offensichtlich irgendwo hier. So, ja, die Frage, na, das ist die Railroad, wird hier rum oder hier rum kommen. Ja, oder er läuft sogar hier rum, das kann natürlich auch sein. Das hatten wir doch schon mal, dieses, ja, ich erinnere mich. Ja, ist auch gar nicht so lange her. Das heißt, wir müssen das hier absperren. Hier wird er wahrscheinlich nicht das letzte Mal Kammer. Von hier? Ich weiß es gar nicht mehr. Okay. Es sind wahrscheinlich die neuen. Ne, es sind nicht mal die neuen Leute, die so kaputt sind. Es sind die, die beim letzten Mal geflohen sind. Ich bin jetzt nicht ganz, oder? Und dieser zusammengelegte Kaff. Die ist auch ein bisschen mad momentan noch. Okay. Also. Dann machen wir mal hier einmal ein. Wir müssen das ein bisschen großzügiger anlegen, glaube ich. So. Leider kann ich das da nicht über die Straße bauen, was interessant ist. So. Dann ist es zumindest zur Hälfte dann geschützt. So, und ihr bleibt dann einfach hier stehen. Ja.
Ja. Ich glaube, dass der eine hier tatsächlich keine Deckung hat. Ich versuche das mal so zu drehen, dass es wirklich passt. So. Du bewachst das, dann sollte man das hier noch irgendwie... Die andere Seite ist hier. Sollten wir uns hier entlang dieser ganzen Sachen hier aufstellen, sodass er das halt nicht nutzen kann. Ist das überhaupt eine Reichweite? Nee. Gut, dann nutzen wir einfach unsere Punkte, um hier diese Front aufzubauen. Irgendwie sinnvoll halt, ja. Nee, ich wollte eigentlich Pirate Pets haben. Denn schon, ne? So. Dann können wir hier noch das hier fertig bauen mit Breastworks bis hierhin. So. Dann können wir hier drüben nochmal in die Richtung mal Breastworks bauen. Das hat sogar noch gereicht. Sehr gut. Okay, das heißt, diese Sache hier ist schon mal so gesehen safe, aber wir werden ja höchstwahrscheinlich uns hier vorne aufbauen müssen noch. Im größeren Stil. Die Frage ist, wer das übernimmt. Wer übernimmt das? Du hast diese zwei Brigaden. Ja. Mach du das mal. Die Artillerie bleibt erstmal hier und wir werden sehen, wie wir euch wo aufstellen. Gott, wir haben so wenig Einheiten, ne? Also ich glaube, dass das hier keine Schlacht wird, die wir gewinnen werden, wenn ich ehrlich bin, aber gut, versuchen tun wir es trotzdem. Gut. Es gibt hier halt auch keinen geilen Ort, wo man sagen würde, ja, da stelle ich mich jetzt auf, das passt so. Vor allem, wir können uns mit den zwei hier halt eh nur mehr oder weniger absichern. Ich meine, vielleicht kommt er auch von woanders, aber bisher war das eigentlich immer so mehr oder weniger dieselbe Art und Weise. Ja. So, und ja, du. Kavallerie. Mal hier hin, aber ich denke, ich kann es mir halt schon leider fast denken, dass er von hier kommen wird. Vielleicht können wir das auf den zweiten Tag dann hinaus stecken, ja. Mal hier so. Baut mal hier zwischen den zwei Häusern eine. Verteidigungsstrecke. Ich mach das auch wieder so ganz, dass er auch von hier hinten kommt. Ja. Ich hab's mir ja schon fast gedacht. Er kommt über die Northern Road. Heißt, wir verschieben mehr Leute hier rüber. Was zur... Was? Die Verstärkung, verdammt. Die gottverdammte Verstärkung. Die habe ich nicht gedacht. Über hier. Ja, dass wir das ja trotzdem brauchen, witzigerweise, ja. Passiert ja eigentlich. Okay, Ja, da kommen aber auch welche. Der will da hinten rum rüber, ha? Das heißt, du gehst mal dahin, weil dann muss er hier rüber crossen. Oder er geht ganz hinten, das kann natürlich auch sein. So, dann schicken wir einen von euch auch hier rüber. So. Eigentlich idealerweise beide.
Aber da ich denke, dass er von da oben auch kommen. Ja, da kommt er. Und da kommt er. Ja, das ist ein totales Durcheinander. Hier alle HQs darüber verlegen, dass wir etwas näher dran sind hier. Dreh ich mal so rum. Flankiert wird hier nicht. So. Weil auch Long Range hier auch. Der geht. Er hat die ersten Road jetzt einfach mal gelassen und kommt jetzt trotzdem darüber, okay. Kommt ihr da hoch? Es kann echt gut sein, dass er. Nee. Also ich denke schon, dass er von hier aus auch kommen wird. Ja, wie gesagt, unsere Adler, die schon mal irgendwie hier, dass sie da hochballern kann. Wenn wir den Rest aufstellen, das ist dann die nächste Frage. Ich sag, haben sie sich hingelegt oder sind das Tote? So, dürfte auch Long Range schießen hier. Das hat auch Sharpshooter. Stell die Kanonen hier auf. So, gehen wir nach hier. Lawrence Rifle, Jungs. Spirited Charge, oh, Deadly Volley hier. Also, irgendwann wird der Tag kommen, da versuchen wir auch mal andere Sachen, ja, aber. Da haben wir zumindest ein bisschen Schutz. Die stehen da hinter der Mauer. Wir werden gleich mal sehen, wohin die jetzt laufen. Da sind so viele. Also wir kriegen aber jetzt natürlich auch die letzte Unterstützung von drüben. Hier würde ich ja sagen, stellen wir uns irgendwie hier auf oder so. Nicht auch da einstellen, aber das sollte euch mit den zwei mal passen fürs erste. Ja, mehr haben wir halt nicht. Okay, er kommt definitiv auch hier rüber. Okay, alles klar, dann kommen wir hier zurück. Komm mal hinter die Linien. Wir müssen uns ja an beiden Fronten halten. Sehr, sehr eigenartige Schlachtlinie. Ja, du bist auch. Sehr eigenartig trifft es genau, danke. Zumindest diese Deckung sollte man schon mitnehmen. Vor allem, weil du instabil bist. Kanonen schießen jetzt auch da rein. Über die Köpfe unserer Leute hinweg hier. Nicht mit viel Erfolg. Was ist denn das Steinmauer hier? Aber momentan können sie doch nicht wirklich nutzen. Er sammelt erstmal seine Truppen für einen Generalangriff, da bin ich mir ziemlich sicher. Das ist eine ganze Artillerie, hat eine ganze Menge davon. Können wir da einen beherzten Angriff dann wagen mit den Jungs hier? Weil sie auch instabil sind, also. Schwierig. Oh wow, sie greifen uns hier echt an. Guck dir das mal an. Unsere Scharfschützen, krassen Boys hier. Erstmal nichts
passieren hier. Das ist die Absicht, dass irgendjemand in dieser Lücke vorstößt hier mit den Jungs. Dabei sollten wir sie schon noch irgendwie nutzen. Zum Glück konnten wir diesen Angriff erstmal abwehren. Das war hilfreich. Warte mal, glaube ich, der nächste, der dritte Brigade kommt. Die zweite Brigade hier drüben hat sich an der Mauer aufgestellt. Da siehst du, genau deswegen stehen wir hier. Darüber. Keine Munition mehr. Ernsthaft. Okay, 16 Schuss noch. Du hast noch mehr Kavallerie hier drüben. Wir warten noch mit dem Vorstoß. Schon mal zurückgeschlagen. Okay. Ist das eigentlich eine neue Brigade hier? Ich glaube nicht. So, jetzt wäre es erstmal echt mal gut, wenn ihr mal anfangen würdet, euch zu bewegen, ne? Ja. Die haben hier irgendwelche Kanonen übernommen. So, go, 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 yeah, double time. So, und feuert! So, jetzt heißt das, ja? Wir sind die flankiert, was, glaube ich, eigentlich irgendwie falsch ist. Outflanked. Die registrieren noch nicht so ganz, wie sie gerade stehen hier. Die waren outflanked, das stimmt tatsächlich. Und sie sitzt auch immer noch. Es ist jetzt sehr wichtig, dass ihr mal anfängt. Die fallen sogar zurück hier. Sie sind nicht mehr outflanked, gut. Bewegt sich noch nichts wirklich. Also ihr habt keine Möglichkeit mehr zu schießen. Weil der Push jetzt hier kommt. Also ich habe jetzt tatsächlich Deckung genommen hier. Wow. So, auch Long Range dürft ihr schießen. Er wird bald brechen. Bin ich mir fast sicher. Hat ziemlich viele Leute verloren. Beschossen. Jetzt die hier los. Oh wow, wir haben es echt geschafft, sie zurückzutreiben. Gott sei Dank. So, hier weiter vor, dass wir hier so eine Linie bilden, mehr oder weniger. Die haben wir nicht weggezogen, die haben jetzt auch noch Gelegenheit, hier ein bisschen zu schießen. Oh Gott. Gear is immortalized. Ja, ja. Die haben auch keine Munition mehr. Ja, und jetzt musste er leider zurückziehen. Okay, hier ist ein Skirmisher dran, an uns. Zumindest seine Kanonen konnten wir ausschalten. Teilweise. Nee. Hier wird nicht outflankiert. Er ist abgestiegen. Ja, ihr werdet jetzt anscheinend auch. Die sind richtig gut mit dabei. Slugs Brigade, das Mann hier.
William Slack. Das ist ein krasser Scharfschützen, schon auf Level 2. 20% mehr. Boah, Alter, was ist denn los mit dir? Was ist das hier für eine schwachsinnige Formation schon wieder? Ja genau, das ist das klassische... Junge... Ach. Jetzt gehen wir gleich fette Verluste bei uns zurückziehen hier, ne? Ja. Das war so klar, so klar. Ja, ja, ich bin outflanked. Ja, deine Mutter ist outflanked. So ein Bullshit. Also, wie gesagt, es ist manchmal immer noch komisch, ja. Echt jetzt? Wir schießen uns mit den Kanonen. Hier werden wir flankiert. Aber warte, das können wir vielleicht gleich lösen hier. So. So ein beherztes Manöver hier. Verdammt, er bringt die Leute hier in Stellung, dass er sie verteidigen kann. Hier ein Angriff, aber unsere Leute hier sollten das eigentlich hinbekommen. Ja, ist klar. Klar, die Kanonen haben ihn wieder mal zurückgeschlagen. Weil sie sich ja immer partout weigern, mal einen richtigen Angriff zu machen hier. So, ihr habt das alles im Griff. Solange wir nicht flankiert werden hier, irgendwie ganz komisch, denke ich, das sollte passen. Die Brigade hier, die sind ja auch alle erfahrene Leute hier. Er noch nicht so, aber er ist noch stabil. Macht eine fette Volley rein. Der Kavallerie fehlt eine ganze Menge hier. In der Brigade. Oh mein Gott, das ist genau das, was nicht passieren sollte hier. Hier hin, und zwar schnell. Ist ja außer einem Regiment keiner mehr, der bloß helfen könnte. Ja. Hier bewegen wir uns weiterhin nicht. Ja. Jetzt sind wir on blank, jetzt ist es verloren hier drüben. So, eiserne Disziplin hier. Ja. Keine Chance, aber wie gesagt, ich habe ja schon angekündigt, dass wir die Start wahrscheinlich verlieren werden. Lost, witzigerweise. Eigentlich hatten wir auch genug. Eigentlich hatten wir immer noch die meisten Objectives, aber egal. Ja, dann zieh ich mal zurück, ne? Aber es ist halt alles so da, dass die Redness von weit immer schneller zurückkommt als unsere. Heilige Scheiße. Ja, er musste ordentlich dafür bluten, ha? Huh? 7000 Mann verloren. Ja, wir haben uns, glaube ich, relativ teuer verkauft hier. Das war okay. Ja, und wie gesagt, ein Teil der Army auf der Kentucky ist ja dafür gedacht, diesen Westen da mal ordentlich zu machen, weil im Osten haben wir genug Armeen. Vielleicht werden sogar die ganze Army auf der Kentucky nach Westen schicken. Gut, aber all das dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht es gut und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Lasst ein Like, ob es euch gefallen hat. Ciao, ciao, euer Thorn.